Schön, bist du da, Leo. Vielen Dank, ja. Was für eine heiße Message. Ja, es ist, ich habe über das wirklich ein paar Wochen nachgedacht. Ich habe das ja auch in den Ferien. Ja, vor dem Urlaub schon. Also ist ja nicht etwas, was man dann einfach so rausknallt in dem Sinn. Auch viele Gespräche, die ich mit Leuten geführt habe. Es ist ja nicht jetzt so, dass ich gesagt habe, es ist jetzt genauso, sondern es könnte ja eine Möglichkeit sein. Und wenn man natürlich über das predigt, gibt es dann tausend Fragen, die ja wieder kommen. Weil Theologie ist ja nicht einfach schwarz-weiß so immer klar, sondern man kann es so auslegen. Vielleicht ist es auch anders. Jetzt, vielleicht, das ist natürlich, einige würden sagen, ja, das ist eine einfache Antwort, so kann es sein. Was stimmt dich so zuversichtlich, dass diese Ansicht stimmen könnte? Ja, ich sage jetzt mal, ich habe es bewusst gesagt, es ist eine Möglichkeit, weil ich bin mir da nicht sicher, weil es gibt ja nicht einen Antichrist, sondern es ist ein System, das sich immer wieder wiederholt. Aber wenn ich jetzt den Ablauf anschaue von Krone, dann von Streit, wo das ist so, wenn man die News aufschlägt und auch in der Church, man hat Streit über dieses Thema und Finanzkrisen sehe ich schon bei vielen Leuten, die wirklich bankrott gehen, man sieht die Bilder von Mallorca, was auch immer, wo Leute wirklich einfach kein Geld mehr haben. Also diese drei Dinge, jetzt mal Unabhängigkeit, sage ich mal, die sieht man bereits schon in der Gesellschaft. Eine Frage genau da angeknüpft. Leute würden sagen, ja, aber diese Streiter von diesen Pferden, oder? Da gab es eben, du hast es angesagt, Streit, Unterdrückung, Pest, Finanznot hat es das nicht schon gegeben, eben die Pest, es hat Finanznoten schon gegeben, wir hatten schon größere Unterdrückung, Streit innerhalb der Familien gab es wahrscheinlich auch schon. Wieso hat das jetzt all diese Streiter gerade auf Corona bezogen, stimmt das? Also es heißt ja da, bei der Krone heißt es ja, er kam um zu siegen, wie er schon mal gesiegt hatte. Also es ist hochinteressant, er spricht schon von Dingen, die sich wiederholen. Aber dass jetzt ein Virus die ganze Welt global so krass beeinflusst, das ist mir eigentlich relativ neu. Mhm. Es gab ja auch Seuchen in einem Gebiet, aber es ist die ganze Welt betroffen. Und du hast auf der ganzen Welt hast du wirklich es rumort auf der ganzen Welt, also nicht nur bei uns, auf der ganzen Welt rumort es. Und ich finde schon, die Kultur, die jetzt ein bisschen steht, ist schon so erbarmungslos, wie man auch einander wirklich auch, sage ich nur schon auf Social Media, tot macht oder Mobbing. In dieser Art und Weise ist schon recht krass. Viele Leute, die sehr jung sind, 18, 17 Jahre, bringen sich um im Moment, aufgrund von Druck auf Social Media. Ja. Das ist für mich schon ein logisch, das hat es schon immer gegeben, aber es nimmt schon in meinen Augen zu, in dieser Art. Wenn jetzt Jesus oder die würde uns einen Brief schreiben, was denkst du, was würde er der Kirche ICF sagen? Er würde uns sagen, wir wohnen in einem der reichsten Länder der Welt. Du kannst bei uns glauben und reich sein, glauben und Karriere machen. Das ist ja bei uns nicht entweder oder, ist auch okay so, das widerspricht sich nie. Aber bei uns ist schon ein bisschen so eine Bequemlichkeit reingekommen, ist ja logisch so. Der Wohlstand ist immer auch ein bisschen bequem, dass man halt ein schönes Leben hat und Jesus. Und wenn man schaut, weltweit sagt man, 80% der gläubigen Menschen erleben eine Verfolgung in Indien und anderen Ländern. Von denen sind wir mega weit weg. Und dann ist schönes Wetter, da geht man nicht in die Church, man kann eine Woche später gehen. Also wir haben schon ein bisschen, man pickt es ein bisschen raus, hat Vorteile, aber in vielen Ländern ist wirklich, heißt Jesus nachzufolgen, hast du keinen Wert physisch oder praktisch, sondern es ist wirklich ein Glaubensding. Und ich glaube, er würde uns schon wieder sagen, geh zurück zur Hauptsache. Noch zwei letzte kurze Fragen für dich. In der Bibel sagt es ja, dass eben ein Viertel der Menschen wird sterben. Du hast immer gesagt, dass die Offenbarung ist ein Brief von einem liebenden Vater, der nochmal seine Kinder sagt, hey komm, kehr um. Also diese Leute, die haben ja keine Chance mehr umzukehren. Doch, du hast immer eine Chance umzukehren, weil du hast ja auch, der Heilige Geist spricht ja zu Menschen. Gott bewirkt ja Wunder. Es ist ja nicht einfach so, Gott macht nichts und plötzlich fällt dir ein Kopf, Stein auf den Kopf. Also Gott spricht immer wieder. Man hat immer die Möglichkeit, umzukehren. Bei meiner Mutter, die lag ja auch im Sterben. Und in dieser einen Stunde hat man ja immer Zeit, umzukehren. Also diese Chance gibt Gott ja immer Zeit zur Umkehr. Immer. Letzte Frage. Darf sich ein Christ impfen lassen? Ein Christ darf grundsätzlich alles.
gemäß deinem Glauben. Ich bin nicht gegen Impfung oder für Impfung. Wenn man natürlich extrem gesund ist, und es kommt immer auf das Land drauf an, wenn es kann sein, dass man nicht geimpft, wenn man nicht geimpft ist, kann man nicht mehr reisen, zum Beispiel, dann sage ich, okay, Reisen ist auch ein Luxus, zum Beispiel, dann kann es halt sein, dass man gewisse Dinge vielleicht nicht mehr kann, aber ich sage nicht ja oder nein. Ich habe dazu nicht eine Meinung. Ich finde es halt schon, das Einzige, was ich schwierig finde, dass man in einer solchen kurzen Zeit so viele Impfungen rausbringt, dass einfach nicht getestet worden ist, und das finde ich halt ein bisschen so von der Geschichte her schon auch wieder einmalig. Das heißt, die Fehlerquote wird sicher höher sein, als man jetzt gerade das sagt. Das ist sicher. Das finde ich jetzt ein bisschen so, vielleicht. Danke, Leo. Stellst du dich immer wieder den heißen Fragen hier im Studio. Danke für deine Message. Wir freuen uns auf die zweite Celebration. Wir starten in Kürze. Also wenn du jetzt eingeschaltet hast und denkst, oh, so spannende Fragen, was hat er da gesprochen? Bleib einfach dran oder spule zurück auf YouTube dann schau dir das nochmal an. Eine Message, die sich lohnt, nochmal anzuschauen, die sich lohnt, in deiner Small Group darüber zu diskutieren. Und wenn du noch keine Small Group hast, wir vermitteln dir gerne eine. ic.ch/connect ist dein Adresse, und wir helfen dir, Anschluss zu finden, weil in dieser Zeit, wo wir jetzt sind, ist eine gute Gemeinschaft wichtiger denn je. Und ich sage dir eins, eine Message, Leo, das ist für mich, kam raus, ist: Gott ist nicht am Ende. Und ich möchte, dass ich einfach dir das, wenn du sagst, hey, boah, so viele Fragen, Gott ist nicht am Ende. Er liebt dich, er kennt dich, er wird siegen am Schluss, und das ist die gute Botschaft. Und du hast immer wieder gesagt, hey, wir sollen keine Angst haben, und das stimmt. Und möchtest du einfach für uns beten? Einfach die Leute, die jetzt zuschauen, segnen. Also ich segne dich im Namen des Vaters, der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott. Ich segne dich auch in dieser Liebe von diesem Sohn von Jesus Christus, der sein Leben gab an unserer Stelle. Es gibt keine größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde, Freundinnen. Und ich segne dich auch in der Kraft des Heiligen Geistes, dass du weißt, der Heilige Geist ist eine Kraft, er ist eine Substanz, er gibt Freude, er gibt Glauben, er schenkt Hoffnung, Neuanfang, wunderoffene Türen. Ich bete auch für deine Finanzen. Vielleicht hast du eine Firma, vielleicht steckst du mitten in einer Familiensituation, wo du sagst, ich habe keine Ahnung, wie das lösen. Und ich sage, die Kraft Gottes wohnt in euch drin. Amen.